angereist sind aus dem Umfeld. Immer noch so viele wache Menschen sind da und haben verstanden, dass meine Fliege von der Nase weg muss. So, haben verstanden, dass es wichtig ist, aufzustehen, seine Meinung kundzutun, dass man nicht zufrieden ist mit dem, was hier läuft in unserem Land. Schwerinschweignicht.de, da bekommt man Informationen zu den Demonstrationen, wer es nicht weiß, wer es im Außen jetzt hört. Und wir möchten einfach sagen, was schief läuft. Und wir möchten nicht schweigen, wenn Unrecht passiert in diesem Land. Und es ist in den letzten 2 Jahren so viel Unrecht passiert, weshalb es wichtig ist, aufzustehen. Irgendwie ist heute hier Insektenattacke. Ich mach mal die offizielle Demo auf. Wie gehabt, keine Waffen, keine Pyrotechnik erlaubt, kein Alkohol und keine Glasflaschen, keine Hunde außer blinden Hunde. Pressefreiheit ist zu gewährleisten. Die Rettungswege sind frei zu machen, wie gehabt. Dann ist wichtig zu sagen, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir werden heute die letzte Demo vorerst machen und dann eine Sommerpause einlegen im Juli und August. Und Informationen bekommt ihr immer auf der Homepage. Am Schluss, an der Schlusskundgebung, lege ich nochmal Visitenkarten aus, kann sich jeder mitnehmen, damit ihr wisst, wo ihr nachgucken könnt. Das soweit das Wichtigste. Dann würde ich sagen, machen wir einfach los. Wir laufen wieder eine Route heute. Und genießt es einfach nochmal, würde ich sagen. Und dann versammeln wir uns hier nochmal zur Schlusskundgebung. Und dann gibt es heute noch einen Redebeitrag, wo ich mich sehr darauf freue, dass nochmal jemand sagt, ich wollte eine Rede machen. Wunderbar, dann würde ich sagen, lass uns mal auf die Ecke des Platzes hingehen, dass wir gleich starten. Der Gegendemo, wir haben wieder eine Gegendemo. Können wir ja freundlich zuwinken und denen gute Genesung wünschen. Und trotzdem sprechen wir Klartext und wir wollen eine bessere Zukunft. Ist es so? Auf geht's!